Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Raft. Ich denke, die finale Folge. Ich habe soweit Müllwürfel und Münzen zusammen, die wir noch brauchen, um uns die restlichen Dinge beim Händler zu kaufen. Und natürlich hier noch das Ganze vervollständigen. Jetzt weiß ich nicht, ob das die Eier stören. Nein. Aber du störst. Okay. Danke. So, das Thema erledigt. Dann müssen wir jetzt ja einmal die Zäune ändern. Zack. Na. So. Dann bitte die Sprinkler zu mir. Wo müssen die stehen mit den kleinen Napfen? So, einmal hier. Ist verbunden. Batterie rein, dann müsst ihr ihn ja auch gleich auffüllen. So. Jupp. Müssen wir gleich mal unten beim Wassertank nach der Batterie schauen. Okay, jetzt hat er was. Sehr schön. Gut, dann haben wir hier die Wiese vollständig. Dann möchte ich gerne hier noch ein bisschen mit den Beeten basteln. Ja, ich habe es ausprobiert. Bananen gehen tatsächlich nur in den großen. Deswegen habe ich jetzt da nochmal einen von gebaut. Und habe hier die Antenne schon mal auf die andere Seite gestellt. Na, wo hakt's? So, Bananas. Pflanzen. Einmal wässern. So, dann würde ich hier die alten Dinge gerne abbrechen wollen. Okay. Abbrechen geht ja nicht. Wir platzieren die. Da passt dann auch doppelt so viel rein. Einmal. Na, zweimal. So, das heißt, wir brauchen von beiden nochmal drei. So, dann haben wir auch alles angepflanzt. Dann hoffe ich natürlich, dass das Ganze bis zum Folgenende dann auch noch wächst. So, was machen wir jetzt? Ich würde das Inventar gerne erst ein bisschen aufgeräumt wissen, bevor wir uns zum Händler machen. Den können wir einmal mitnehmen. Den nehmen wir mit. Ja komm, pack erst einmal alles ein. Ja, die Titanplanke habe ich einmal hergestellt. Ich zeige es euch ganz kurz. Ich bin mir nicht sicher, wenn ich die ausgewählt habe, dann kann ich hier einzelne Elemente irgendwie platzieren. Werde ich nicht schlau draus. Haben wir auch einmal gebaut. Okay, haben wir gesehen. Gut, dann machen wir uns eine Etage tiefer. Hier die Outfit-Kommode ein bisschen an die Seite gestellt. Hier kommt jetzt mal so ein großer Schrank hin. Und da seht ihr, der hat richtig Platz. Ja, da kann ich jetzt die Klamotten reinschmeißen. Der scheint irgendwie im Weg zu sein, wenn ich hier wieder aufwache. Weil vor dieser Folge, ich habe natürlich die Nacht nochmal übersprungen, damit es nicht dunkel wird. Oder ist. Ich bin oben aufgewacht. Aber sei es drum. So, was haben wir noch einstecken? Das kommt ins Wohnzimmer und das kommt ins Wohnzimmer. Den Kollegen, den wollte ich hier drauf stellen. Zack. Ja, ist natürlich
wie für dieses Spiel angedacht, alles so gut wie blau. So, dann einmal den Kamin bitte. Bis dahin packen wir uns natürlich den Feuerholzständer daneben. Was der hier auch noch hin? Sieht ein bisschen eng aus. So, dann gehen wir noch mal kurz nach unten. Ich glaube hier, jawohl. Da holen wir uns den Teppich. Diese Eingangsmatte einmal. So, den hätte ich gerne. Passt der da so? Nein. Einmal den Teppich platziert. Dann stellen wir uns hier natürlich noch den Tisch dazu. Weiß nicht. Nee, den stellen wir mal hier noch drauf. Wie gesagt, alles so kleine Deko-Teile. Ich werde jetzt nicht jeden einzelnen Tisch, jedes einzelne Sofa oder Sessel herstellen, aber so, dass wir von allem mal was gemacht haben. Ja, Teppich kann man sich auch noch einen zweiten basteln, wenn man das wünscht. Ja, hier kann man nachher so eine kleine Blumenvase drauf. So, wo lege ich denn jetzt die Willkommen-Matte hin? Ist das. Warum sieht man jetzt den Text nicht? Ich tippe mal drauf, dass sie falsch rum ist. Nee, sehr schön. Dome, Sweet Dome. Alles klar. So, dann habe ich noch die Badewanne und den Feuerkorb einstecken. Ich hätte ich eigentlich ganz gerne, muss wir jetzt einen Seegang haben. So könnte wohl, wa? Ja. Stellen wir uns hier die Badewanne hin. Ja, packen wir uns einen kleinen Feuerkorb daneben. Und wir können sie auch tatsächlich benutzen. Ups, sogar richtig rum. Nee. Nee. So rum wollte ich da eigentlich nicht drin liegen. Kleinen Moment. Einmal gedreht, liegen wir jetzt richtig rum drin. Ja. So gucken wir doch schön nach draußen. Hervorragend. So, dann habe ich noch einstecken die ganzen Vorhänge. Stärken. Das natürlich nicht, sondern Vorhänge macht man in der Regel von innen. Und oh, das ist blöd. Die snappen nicht. Die snappen ja gar nicht. Bei der Diagonalen sind sie auch zu kurz. Das ist ja blöd. Naja, wir hängen hier mal einen auf. Dass das bei den Diagonalen nicht funktioniert, finde ich witzig. Naja, sei es drum. Machen wir die Ristlinie jetzt mal wieder weg. So, dann haben wir hier noch Motivationssprüche. Die habe ich alle einmal gebaut. Die können wir auch nochmal eben verteilen hier. Das da hinten funktioniert. Entschuldigung. Motivationssprüche. Achso, hier hatte ich das Regal jetzt noch dran gebaut für den Fundamentzähler. Hier haben wir nicht wirklich Platz. Schauen wir mal. Good things come to those who float. Ja, dann mal okay. Hier ist noch Platz. Seize the day. Ja, alles klar.
Hier, hier ist noch ordentlich Platz. Draft Sweet Draft, alles klar. Dann noch einen in die Küche. Gucken wir mal hier. Live Love Sale. Ja, hervorragend. Ja, machen wir weg, dann haben wir Platz im Inventar. Jetzt auch schon so langsam dunkel. Ja, nimm mal mit den Kram. So, ein bisschen Blümchen. Dann weiß ich gar nicht, ob ich euch das schon gezeigt habe. Ich habe uns hier auch das Plumpsklo schon gebaut. Ich sag, oh Gott, ist das Ding groß. Nee, einer reicht, danke. Kann ich das so schließen? Nein. Der quietscht ja sogar, ist ja witzig. So, ein bisschen. Bisschen aufhübschen das Ganze hier. Hey, wo bist du? Dann ein Blümchen hin. Kommst du dahin? Halten wir da ja mal vorne bei der Badewanne. Ja, das ist mit dem Kamin hier auch schön hell. Das gefällt mir natürlich. Kommst du da noch drauf? Denn auch gerne. Das ist zwar jetzt nicht unbedingt ein Esstisch, aber. Das wollte ich nicht. Ich wollte drehen. Mit einem Göffel. Schick, schön. So, du kommst noch in die, weiß ich nicht, hier hin. So, dann machen wir mal Bilder noch im Aufhängen. Nicht gerade klein. Yes, es war ein Boden. Da noch hinkommen. Hier noch irgendwo Platz für ein Bild. Sieht das aus, da drunter? Oh ja, stopp. Das ist doch schick. So, das kann man übrigens auch alles unter die Decke hängen. Das muss man nicht immer an, muss man nicht zwingend an Wände klatschen. Bist du da? Da noch so ein Geraffel hin. Da ist auch noch Platz zum Dekorieren. Ach, du bist jetzt wieder eine. Ach, noch eine Pflanze. Hier haben wir auch noch keine. Eine da hinstellen. Da noch ein bisschen Deko an der Wand. Da ist noch Platz. Ja, ein bisschen was haben wir noch. So, wenigstens alles mal irgendwie verwendet. Das sind, glaube ich, auch nochmal Pflanzen. Hier habe ich die Hängematte platziert. Die sieht auch recht witzig aus. Kann man auch mit dem Gestell auf den Fußboden stellen. Ich habe sie jetzt hier aber einfach mal unter die Decke gehängt. Ja, hier können wir noch ein bisschen Grün verteilen.
so einen hin. So, haben wir die Kollegen hier noch? Ach du, kannst es nicht. Ganz schön groß. So, hier ist mal wieder leer. Achso, wir können aber erstmal wieder Licht machen. Seht ihr? Ich weiß nicht, womit das zusammenhängt, aber nein. Soll man so. So, was haben wir jetzt? Was haben wir hier noch drin? Gar nichts mehr, alles leer. Ja, von wegen. Der kleine Rucksack drin. Ja, für den Globus und die Feder brauchte ich blaue und schwarze Farbe. Aus dem Grunde hab ich die noch einstecken. So, Alter, sind die groß. Wo willst du sowas hinpacken? Ja. Alter, da passt es nicht hin, schade. Zack. Das ist moderne Kunst fürs Geschäft. Das ist meiner Meinung nach noch was, was an der Decke richtig hübsch aussieht. Dürfen wir uns aber nicht im Weg hängen. Das geht nicht. Achso. Ja, hinten bei der Hängematte noch ein bisschen gemütlicher machen hier. Dann hängen wir den hier mal ein bisschen in die Mitte. Schick. Also du warst wieder ein Standblümchen. Alter, wie viel von den Bildern habe ich denn? Glaube ich. Pflanzen sind jetzt aber durch. Ja. Da noch eine hin. So, dann sind das auch so Riesentrümmer. Ja, ist doch. Alter. Wo soll ich ihn damit hin? Sind die hier drunter? Na, sieht komisch aus. Okay, man kann sie hier hochkant setzen, aber sehen sie wahrscheinlich ein bisschen witzig aus. Hm, geht. Geht. Ist hier auch kein Platz mehr. Heftig. Na gut, wir dekorieren den Rest hier noch zu Ende. Das hängt mir zu tief, dann doch lieber an die Wand. Das geht nicht. Doch, da oben. Okay, ich würde sagen, die Bilder, die schenken wir uns jetzt mal. Dann machen wir uns jetzt rüber zum Händler. Ziehen wir den Rest hier wieder rein. Ja, ich weiß jetzt gerade nicht wirklich, wo ich da einen Platz für finden soll. Richtig rausgeholt, da. Bauer haben wir hier zurück. Die Eier hier noch rein. So, Essen, Trinken sieht gut aus. Dann schnappen wir uns jetzt... Ich hoffe, das passt alles ins Inventar. Einmal
das. Und einmal das. Ja, dann springen wir mal eben zu den Kollegen. Es könnte ein Vogelproblem geben, aber schauen wir uns gleich an. Bin ich hier schon hoch genug? Ja. So. Alle App. So, fangen wir hier an. Hier haben wir noch nicht gekauft. Das Lufthorn. Zutaten machen wir gleich. Hier haben wir Tic-Tac-Toe noch nicht gekauft. Seemannsmütze. Tarnbrille. Die Kochmütze. Die Anbauflächen hatten wir. Und die Hupe fehlt uns noch. Tic-Tac-Toe hatte ich gerade schon. Das Rezept kennen wir. So, kannst du da jetzt mal runterscrollen, danke. So, Piratenhut, Sonnenbrille, Anglerhut, Taucherhelm, das hatten wir. Seppe, das Horn, Surfbrett. Die Zugbrücken werden wir nicht brauchen, Mama. So, wie sieht es mit dem Inventar aus? Wir haben noch Plätze. Ich würde gerne seinen vollständigen Titanerzvorrat nochmal kaufen. Und dann würde ich gerne die Zutaten noch kaufen. Ich glaube, das geht sich doch nicht aus. Hab ich doch zu wenig. Nein. Ach, egal. So, das war's mit dem Müllwürfels. Ja, auch nochmal Dekomaterial ohne Ende. Ist das diagonal? Ja. Ich weiß gar nicht, ob man es benutzen kann. Okay, alles klar. Was haben wir noch? Die Rupe. Okay. Dann das Horn. Ist das da noch irgendwo bei? Ja. Alles klärchen. So, dann haben wir... Das sind alles Kleidungsstücke. Hier bin ich mir nicht sicher, wie das Ganze... Ah ja, okay, gut. Kann man sich als Zugang dann platzieren. Man sieht es nur leider nicht so gut. Die ist wahrscheinlich dann noch ausklappbar. Naja, habe ich jetzt aber so keinen großartigen Bedarf für. Tic-Tac-Toe können wir noch platzieren. Das sind alles Kleidungsstücke. Gucken wir uns gleich vielleicht noch einmal an. Wo möchte ich denn Tic-Tac-Toe spielen? Das muss ja eigentlich auch... Ah ja. Okay, man kann es sogar spielen. Das ist ja witzig. Dann in die Kassette hier noch rein. Dann füllen wir mal einmal unseren neuen Kleiderschrank. Ach, das Surfbrett, das müssen wir irgendwo. Das müssen wir irgendwo unterbringen. Hier so. Mit netten Gruß von Bruce. So, haben wir die Zutaten hier. War das hier? Ja. Ja, schade mit den Müllwürfeln jetzt, aber gut, lässt sich nicht ändern. Dann eben Titanschmelz einerzen, genau. So machen wir das. Dann schnappen wir uns hier auch die Kollegen, die wir noch haben, weil ich würde jetzt auch gerne die Titanwerkzeuge bauen wollen. Das sind Seile, Bolzen. Ja, gehen wir so ein Stack hier rüber.
So, dann bauen wir uns jetzt einmal die Titan-Axt und bauen uns einmal den Titan-Haken. Dann können wir uns noch das Schwert schon mal bauen. Dafür brauche ich jetzt noch Schrott. Sehr schön. So, die Pfeile, da warten wir mal ab, bis er hier durch ist. Wir können uns das Werkzeug ja hier schon mal angucken, der Haken. Die Axt. Ups. Das Schwert. Schick schön. Oh je, ich bin schon wieder nur am fasziniert sein und achte nicht auf mein eigenes Wohl. Ja, schick schön. Wie gesagt, das mit dem Dekorieren, das kannst du jetzt auch bis zur Ekstase vorantreiben. Aber ich denke, hier steht jetzt schon so viel rum. So haben wir wenigstens mal alles einmal gesehen. Gib mich doch mal bitte was zu futtern hier. Bist du jetzt schon ausgewachsen? Ja, alles klar. Dann haben wir hier jetzt auch unsere Bananen. Das hier ist auch schon mal nachgewachsen. Den Kollegen geht es bestens hier. Gut, ich habe jetzt noch zwei hier mit der kleinen Batterie. Die restlichen haben alle schon die großen. Bin hier nochmal beigegangen und habe das noch ein bisschen anders aufgeteilt und alle Beete bepflanzt. Ja, soweit kann man sich das doch gefallen lassen. So, jetzt wäre für mich nochmal interessant zu wissen. Für die Pfeile brauchen wir ansonsten noch Federn. Ich würde die drei Titanen jetzt einfach mal damit durchbraten. Ja, das sind nicht die Federn. Ich würde jetzt nämlich gerne einmal noch versuchen. Wir wissen ja, dass ich 4 bis 6 Pfeile gebraucht habe für das Wildschwein. Mit den Eisenpfeilen. Davon habe ich jetzt zu wenig von den Planken, aber ist egal. Mit 12 Pfeilen sollten wir wohl klarkommen. Dann würde ich das nämlich auch gerne mal ausprobieren wollen. Mal da rein. Bogen. Ja, dafür wieder wohl reichen. Dann suchen wir uns jetzt eben Wildschwein. Wird schon wieder dunkel, ist auch heftig. So, Kollege, wo bist? Sag mir nicht irgendwo oben. Das wäre gemein. Wenn du es nicht gebrauchen kannst, ne, dann wäre es schon längst da. Na gut, dann müssen wir doch im Ruhe luschern. Hi. Okay, das war dämlich. 2. 3. Ich kann bis jetzt keinen Unterschied erkennen. Nö. Da würde ich sagen, macht aus meiner Sicht jetzt mit diesem einen kleinen Eindruck jetzt keinen Unterschied. Ihr seht, 5 Pfeile habe ich zurückgekriegt. Naja. Dann ist das so. So, mal hier runter glitschen. Ja, da würde ich sagen, wir haben die Story komplett geschafft. Halt, stopp. Jetzt hätte ich das Wichtigste fast vergessen. Wobei, das Wichtigste ist relativ. Also das Einzige, was wir jetzt nicht haben, ist Mama Bär erlegt. Das heißt, die Trophäe haben wir nicht. Wir haben hier noch, da habe ich alle 3 Teile gefunden. Und wir haben hier den Kollegen ja auch noch, den will ich euch auf jeden Fall zeigen.
So, den stellen wir. Hey, der war auch so hoch, ne? Lass mal hochgehen, da ist ja Platz genug. Ich habe zwar keine Ahnung, wofür das Ding gut ist, aber... So, dann haben wir den auch einmal gebaut. Gibt halt die drei Exemplare. So, und jetzt kriegt ihr hier Gesellschaft. Sollt ihr auch ein bisschen was zum Spielen haben. Das Ding ist so der Hammer. Den platzieren wir jetzt mal. Lass uns den einfach mal hier platzieren. Jo. Das ist ein Koloss. Den kriegen wir nicht mal richtig ins Bild hier. Ja, dann habt ihr hier was zum Spielen. Ja, dann würde ich sagen, soll es das für dieses Let's Play auch gewesen sein. Wie gesagt, wir haben bis auf den Kopf von Mama Bär haben wir alles erreicht, was man im Spiel erreichen kann. Wir haben uns beim Händler alles gekauft. Wir haben alles selber einmal hergestellt. Wie gesagt, jetzt nicht in jeder Form, aber ich denke... ich wollte gerade sagen, was ist das denn? Na gut, egal. Ich denke, der Eindruck, was man hier dem Spiel alles machen kann, der ist gegeben. Ja, dann bedanke ich mich recht herzlich für euer Interesse an diesem Let's Play. Für eure Klicks, Likes, Kommentare. Und ja, wenn noch nicht geschehen, gerne ein kostenloses Abo dalassen, damit der Kanal hier wachsen kann. Dann würde ich mich natürlich sehr freuen, wenn ihr in einem anderen Let's Play wieder reinschaut. Vielen Dank, bis dahin.